Hi, da bin ich. Schaut mal, das ist das Auto, das kennt ihr hoffentlich noch von unserem 1000 Abo Video. Da werden wir einige Experimente mitmachen. Heute geht es um den Pieksen Guardian Angel 2. Ist das jetzt Feuer? Genau. Das ist ein Tierabwehrgerät. Wir hatten ja schon mal so ein Video, wo wir Pfefferspray mit der Pfefferkartusche von Schrägschusswaffen getestet haben. Heute werden wir mal uns den Guardian Angel gründlich anschauen. Die Technik oder welche Varianten es von Pieksen gibt, hatten wir schon mal in einem anderen Video. Wir fangen erstmal mit dem an. Ob wir ein Video über die anderen machen, wird die Zeit zeigen. Also kurz zu der Waffe oder zu dem Tierabwehrgerät. Den gibt es mittlerweile in der Farbe, nur noch. Das hier ist so eine Sicherung. Das zeigt, dass die Waffe noch nicht frei ist. Wenn wir den einmal durchschieben, dann ist der, ich sage jetzt mal, schussbereit und der Finger kann komplett durch. Hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier vorne seht ihr, dass die so ein Siegel haben wie bei den Revolver-Pfefferpatronen oder Platzpatronen. Sieht eigentlich identisch aus. Nachdem wir die Kartuschen verschossen haben, wir haben ja hier zwei Ladungen, dann werden wir mal gucken, wie es dann aussieht. Wisst ihr was? Wir fangen mal an. Also erstmal müssen wir den hier einfach durchdrücken. Das machen wir sofort. Ihr könnt das in die Richtung oder auch in die Richtung machen. Das war's. Also den müsst ihr einfach wegschieben. Mehr müsst ihr nicht machen. Hier steht in der Regel immer ja, der Inhalt und ein bisschen Achtung, Attention, bla 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 und das Haltbarkeitsdatum. Mindesthaltbarkeitsdatum. Das rote ist unser Abzug. Den werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Wir werden gucken, also wir haben zwei Schüsse. Mit dem einen Schuss werden wir erstmal auch gucken, A, auf welche Distanz können wir damit schießen und B, was für eine Auswirkung oder was für ein Radius hat es auf 3 Meter oder 5 Meter, was auch immer. Also wir sind jetzt hier auf 4 Meter. Mit den anderen hat man ja auch um die 3 bis 4 Meter geschossen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es hier aussieht. Also ihr seht, das ist im Endeffekt wie ein Gel rausgekommen. Das war eine komplette Ladung, die fliegt. Und ihr habt, ich sage jetzt mal, ja, ungefähr so einen Radius wie ein Fußball, wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner. Und das auch auf 4 Metern. Also das ist kein Sprühstrahl oder so. Ist jetzt nicht so, dass ihr durch den Wind gestört werdet. Und schaut mal, für die Leute oder grundsätzlich, die Damen stehen ja auf die Sachen und die haben das. Und da ist sogar hier so eine Herzform. Das haben die wahrscheinlich bewusst gemacht. Man zeigt dem Aggressor seine Liebe. Wir sehen jetzt hier unten, erstmal verschießt er die untere Ladung. Und jetzt seht ihr, dass die untere verschossen ist, die obere nicht, die ist komplett weiß. Und hier seht ihr schon das rötliche oder weinrote. Jetzt zum Vergleich verschießen wir mal eine Kartusche mit der Walther PDP. Dazu hatten wir auch ein separates Video. Nur damit ihr mal einen direkten Vergleich zum Pieksen Guardian Angel habt. Wir sind jetzt wieder auch auf 4 Meter. Mal gucken, ob wir das Auto überhaupt erreichen. Wir warten mal erst, bis die Wirkung hier weg ist. Also hier seht ihr auf jeden Fall schon mal das Pieksen. Ich sage es mal, klebt ein bisschen besser. Egal, ob das jetzt eine Person ist, ein Tier ist oder ein Auto ist. Die Flecken vom Pieksen oder vom Guardian Angel seht ihr noch und die sind wirklich fast festgeklebt. Aber der Strahl vom PDP, der ist viel zu flüssig. Der rutscht schon komplett runter oder fließt runter. Und nach, ich sage jetzt mal, wir haben den circa 5 Sekunden gehalten, würde ich jetzt sagen. Nach 2,5 Sekunden ist er deutlich weiter runtergegangen. Der Guardian Angel, der war schon konzentrierter. Der hatte wirklich, der hat die komplette Ladung auf einmal verschossen. Bei dem hier ist der Nachteil, das Ding verschießt nur so lange, bis wir auch den Abzug tätigen. Oder so lange, wie wir den Abzug tätigen. Bei dem ein Schuss und die ganze Ladung kommt raus und das konzentriert. Jetzt geben wir mal noch einen Schuss
mit dem Guardian Angel, aber auf 7 Metern ab. Ihr müsst hier auch nichts umstellen, der schaltet automatisch um. Nach dem ersten Schuss geht er auf den zweiten Schuss. Ihr könnt das Tierabwehrgerät als Rechtshänder und auch als Linkshänder bedienen. Jetzt sind wir auf 7 Meter. Jetzt schießen wir mal wieder auf das Auto. Wir können hier einigermaßen zielen. Ja, da habt ihr schon gesehen, wir kommen an die Grenzen. Kommt mal mit näher. Schaut mal, das sind hier diese Spritzer. Die sind halt auch zum Teil durch den Wind ein bisschen beeinflusst worden. Der Strahl ist weiter nach rechts geflogen. Ich hatte eigentlich hier hingezielt. Die Ladung ist hier. Aber auf 7 Meter ist der Guardian Angel auch nicht wirklich der ideale Unterstützer. Auf 7 Meter ist er ein JPX besser. Auf 7, 8 Meter. Da werden wir aber ein separates Video zu machen. Nur, ihr habt auf 4 Meter, ich sage jetzt mal, bis 5 Meter könnt ihr schon gehen. Aber das ist auch wirklich die Schmerzgrenze mit dem Guardian Angel. Mehr solltet ihr damit nicht machen. Zum PDP, ja, da gibt es ja auch noch eine Gelkartusche, die haben wir bis jetzt nie probiert. Die müssen wir auch mal irgendwann probieren. Dann nehmen wir die mal im direkten Vergleich. Nachdem wir jetzt beide Ladungen des Tierabwehrgeräts verschossen haben, fragt ihr euch bestimmt, was für eine Wirkung hat das Ding jetzt? Könnt ihr die füllen? Nein, die könnt ihr so nicht füllen. Schießen könnt ihr auch nicht mehr. Da kommt nichts raus. Das Ding ist eigentlich Müll. Aber was machen wir? Wir zerlegen das und wir zeigen euch, was hier drin ist. Kommt mit. Sollen wir das Auto einfach hier stehen lassen? Nee, komm. Wir fahren den mal weg, ne? Damit wir keinen Ärger bekommen. So, jetzt sind wir hier im Laden wieder. Ich habe zwar versucht, das hier etwas zu reinigen, aber hat mit Wasser nicht wirklich viel gebracht. Schaut, da ist immer noch ein kleiner Rest. So, jetzt bauen wir das Ding mal hier auseinander. Dann können wir vielleicht hier die Düsen auch zerlegen. Jetzt die Frage, wie zerlegen wir das Ding hier? Da ist hier eigentlich ein Splint. Wir müssen den rausbekommen. Darf doch nicht so schwer sein. Ich bin hier eigentlich ungern dran, weil die Pfeffer ist, aber... Also stabil ist das Ding ja schon mal. Übrigens, das Ding hier, das Tierabwehrgerät, hat eine Fallsicherheit von 1,5 Metern. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Das klappt aber auch nicht. Hey, ich werde verrückt. Wisst ihr was? Wir nehmen mal hier die Zange. Boah, das Ding regt mich ja jetzt schon auf, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal hier die zwei Bolzen raus. Und dann sollte das auch klappen. Also die haben das Ding wirklich sehr gut verbaut. So einfach montieren oder kaputt machen kann man das Ding hier nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ey. Einen Moment mal. Also ihr habt gerade gesehen, ich habe es erstmal nicht demontiert bekommen und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Ich habe das Ding jetzt einfach gegen die Wand geworfen und seht, hat geklappt. Was jetzt wohin gehört, könnt ihr euch selbst ausdenken. Das sind hier vorne die Düsen. Wir bauen jetzt mal. Komm, wir bauen mal die Düsen hier ab. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt ohne weiteres hin. Mein Problem ist, dass wir immer noch hier Pfeffer haben. Ja, das ist ein komplettes Teil hier. Das werden wir nicht abbekommen. Also das sind hier hinten die Gasgeneratoren. Das Ding hat eine automatische Umschaltung. Aber, ja, wie kriegen wir das jetzt ab? Wir nehmen einfach eine Säge. Fertig. Und das muss klappen. Na, da kommt ein bisschen Pfeffer raus jetzt. Wir sind fast durch. Hier ist der Metallboden, den kann ich auch reindrücken. Da vorne war wahrscheinlich so eine Kapsel, oder was heißt eine Kapsel? Da war die ganze Pfefferladung und durch den Schuss wurde der ganze Boden nach vorne katapultiert und somit kam die ganze Ladung raus. Ja. Das war das Ding. Wir haben ein paar Kleinigkeiten. Die Aufzeichnung, oder wir haben bewusst nicht gezeigt, wie ich das Ding zerlegt habe. Da gibt es auch keine Aufzeichnung zu. Deswegen, ja, habt ihr Pech gehabt. Aber hat mir Spaß gemacht. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Den
Guardian Angel haben wir jetzt auch euch endlich mal gezeigt. Und den JPX, den werden wir euch wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen zeigen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und bleibt dran. Tschüss, schönen Tag noch.